Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2 auf meinem Kanal. Natürlich auch herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder vorbeischaut und wir genießen hier gerade mal so ein bisschen die Aussicht über die Golden Gate Bridge rüber nach San Francisco. Ich habe gerade festgestellt, dass hier ein Aussichtspunkt oder ein Fotopunkt hier ganz in der Nähe ist. Da werde ich mich mal hinbegeben und mir mal noch ein paar Pünktchen verdienen sozusagen. Mal sehen, was das Ganze hier ist. Ach, hier steht sogar ein Motorrad rum. Das werden wir uns mal ausleihen, sozusagen. Gleich mal den Gartenzaun mit demolieren. Ist ja nicht so, dass diese Fotografiepunkte... Oh. Hui! Etwas mehr Rücksicht! Ja, ist ja recht. Ist ja nicht so, dass diese Fotografiepunkte hier keinen Fortschritt in den Punkten bedeuten, mit denen ich Forschungspunkte freischalten kann. Aber ich weiß jetzt trotzdem nicht, was ich von hier aus fotografieren soll. Leute, was wollt ihr von mir haben? X-Scout, was habe ich denn mir da rausgesucht? Bonita, Bonita Light. Aha. Aha, aha, aha. Wo ist das Bonita Bonita Light? Wollt ihr mich verkohlen? Ist von hier aus nicht zu sehen. Ach, meint ihr das da? Och. Also, ich weiß ja nicht. Dahin. Das war jetzt aber wirklich nicht das, was ich mir vorgestellt habe, von wegen Aussichtspunkt. Tada! Ja, ist ja gut. Hier sieht man auch die Golden Gate Bridge nicht mehr. Alles schön oder auch nicht. Nein, ja. Nicht das, was ich wollte. Was ist los? Wer muss wo, wie, wem zu Hilfe kommen? Ich bin hier gerade nicht gefragt. So. Also, einmal Kamera. Das ist nicht gut. So. Ja. Ja, lacht ihr nur. Das war super. Dann machen wir das jetzt so. So. Immerhin habe ich mal ein Bild. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Nicht mein Problem. Ach komm, rutsch mal. Wo ist jetzt mein Motorrad? Das habe ich, glaube ich, da vorne stehen gelassen. Ah, gut, was soll's. Das ist super. Mein Gott, was ist los? Da steht's. Was heißt da? Wow. Bin ganz manierlich hier unterwegs. So.
Boing. Das ist doch mal ein Bild und ein Blick über die Golden Gate Bridge. Ja. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr das live gesehen habt, das ist wirklich beeindruckend. Wenn man sich das vor Ort anschauen kann und sich da ein paar Bilder machen kann, ich kann es euch versprechen, dann seid ihr selber hin und weg von dem, was es da zu sehen gibt. Wir waren dann auch vor Jahren schon mal hier und hatten Zugang zu Gefängnisinsel Alcatraz. Konnten dort eine Führung mitmachen. Auch das war wirklich beeindruckend. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also wer hier in die Gegend kommt, sollte das auf jeden Fall machen. Alcatraz besuchen. Wir hatten damals das Glück, dass wir einen echten ehemaligen Sträfling von Alcatraz ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Kennenlernen ist ja auch schon übertrieben, aber er gab eine Autogrammstunde zu seinen Büchern, die er veröffentlicht hat, über das, was er angestellt hat, und warum er eingesessen ist und wie das dort war, in diesen Zellen dort zu sitzen und auf dieser Gefängnisinsel zu sein. Sehr spannende Geschichte. Von daher, ja, mich hat es wirklich beeindruckt, da diese Reise unternehmen zu können. Muss ich ganz ehrlich sein, ich will hier nicht verabstürzen, Hilfe. Kann ich meinen Eltern eigentlich nur sehr dankbar dafür sein, dass sie mir diese Reise und meiner Frau ermöglicht haben. Das war echt der Hit. Ach Leute. Aha, jetzt gibt's wenigstens mal wieder eine geteerte Straße. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hoch auf die Brücke? Muss ich wohl noch ein Stück außen rumfahren. So, jetzt ist die Frage, wo fahren wir hin? Was für Aktionen stehen jetzt noch an? Und was machen wir draus? DLCs gibt es noch jede Menge. Nebenoperation Primärziel. Hauptoperation Spiegelglas. Machen wir erstmal mit der Nebenmission weiter. Ist die Frage, wo die mich hinführt. Was haben wir denn hier? Kommunikation der NSA-Agents abfangen. In der Bay Area läuft eine breit angelegte Cyberterrorismus-Operation der NSA und wir vermuten, dass sie Haddock auf den Fersen sind. Sie kommunizieren mit einer dritten Partei, aber wer zum Teufel könnte das sein? Zeit, etwas herumzuschnüffeln. So. Ach, dann komme ich gar nicht über die Golden Gate Bridge. Der Weg ist gesetzt. Aber bin ich denn? So? Ich bin da hinten. Hey. Wer zum Geier klaut mir mein Spiel? Ich könnte hier aber noch Kerndaten Vista Point
Hebeln spionieren. Mit Kerndaten werden in der Forschungs-App spezielle Fähigkeitsbäume freigeschaltet. Jeder Kerndatensatz ist einzigartig, so rum. Man findet sie überall in San Francisco. Eigentlich sollte ich mir das Ding hier holen. Das machen wir zuerst. Wo ich mir das hier entgehen lasse. Schauen wir mal. Oh, ich betrete Sperrgebiet. So, da geht's nicht weiter. Dann machen wir das anders. So. Dann helfen wir uns auf die Art und Weise weiter. Wo bist du? Das ist auch noch... Das ist auch noch ein physischer Hack. Super. Wie komme ich denn daran? Sind zwei. Du Schande. Oh. Ist da hoch, zack. Heißt, ich habe wirklich am besten ein Motorrad dabei. Bist denn du für einer? Du bist ein Normalo. Das sah jetzt aber nicht wirklich sehr erfolgreich aus. Gott, Scheiße! Das beenden und dann alle Überreste ins
Narkofossa werfen. Dann müssen wir halt ein bisschen zu gemeineren Mitteln hier greifen. Hier fliegen die Fetzen definitiv. Ui, mit Bombe. Boom. Ach, ihr haut ab. Feiges Pack. Bereich gesichert. Gehe weiter. Jemand hat einen Verräter gemeldet. Kümmert euch um ihn. Polizei! Fick dich, Arschloch! Dann wohl auf die harte Tour. Jetzt werden alle aufgemischt hier. Könnt ihr keine Verstärkung rufen? Was ist das? Das nenne ich mal ein Spektakel hier. Stehst denn du da so belämmert rum, sag mal? Nee, was? Das stimmt doch nicht, Mann!
Oh. So wie es ausschaut, habe ich jetzt meine Ruhe, oder? Dann schauen wir mal, ob ich den Stunt da hinten hinkriege. Nein. So nicht. Genau das habe ich befürchtet. Ach, komm schon. Und fällt auch noch auf die Fresse. Ich will hier raus. Halt! Stehen bleiben! Oh oh, jetzt bist du erledigt. Ich brauche Hilfe gegen den Typen. Verstanden. Wo steckst du? Da unten. Alle Einheiten, 1031. Fahndungsmeldung für einen entflohenen Straftäter. CTOS hat die Koordinaten des Verdächtigen. Gehen Sie extrem vorsichtig vor. Verstanden. Hörst du mich? Der Funk spinnt. Oh! Hey, Dallo. Ich habe einen Spezialauftrag für dich. Ich gehe im Backup. Versuchen Sie nicht zu fliehen. Hättest du wohl gern. Bist du verwundet? Das wirst du nicht kriegen. Lasst euch nicht von ihm überraschen. Wir finden ihn. Los. Wir werden dich finden. Na dann, macht euch gegenseitig fertig. Ich bin raus aus der Nummer. Nein. Auf den Weg, verdammt!
Also, das heißt, ich muss trotz alledem schauen. Mist. Was ich sagen wollte, ist, ich muss trotzdem schauen, dass ich jetzt irgendwie hochkomme auf die Golden Gate Bridge. Und da mal drüber fahre. Hui. Was ist denn das für ein Gestöpsel hier? Wo ist denn das jetzt? Ach nein, nicht schon wieder B für den Typ da. Donnerknäuel. Da will ich hin. Damit bin ich in der völlig falschen Richtung unterwegs. Ja, da bin ich wieder hier. Nee, da will ich doch gar nicht hin. So. Also die Karre wird es jedenfalls nicht überleben. Da fliegt zu viel Blech weg. So. Gepanzerter LKW. Na schön. Sonderlich doll war die Wirkung jetzt aber nicht. So, die Frage ist jetzt trotzdem, wie komme ich an diesen Dings daran? Unter Umständen doch nicht von hier oben, ha? Aha. Der Witz ist gut. Komm von hier oben nicht ran. Ich will aber den Punkt. Ich will diesen Forschungspunkt haben. So ein Scheiß.
toll und das darf ich jetzt alles zu Fuß laufen, nur weil ich mir meine Karre zerstört habe. Nein. Ganz klasse. Ach ja. Wie war's? Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen. Naja. Also so könnte hier kein Mensch diesen Abhang runtergehen. Der würde dermaßen auf die Fresse fallen, dass es gar nicht mehr schlimmer geht. So. Der Punkt ist aber trotzdem da oben. Also, das heißt, den kriege ich höchstwahrscheinlich nur... mit dem Helikopter. Ja, man kann es auch manchmal umständlich machen, aber gut. Was ist das? No Laser? Ach, du versuchst wahrscheinlich den LKW zu knacken, hä? So, jetzt aber. Wenn es jetzt hier schon Schnellreise gibt, dann nutzen wir die jetzt auch aus. Sonst vergeige ich hier noch mehr Zeit. Zentrale, wir brauchen dringend Luftunterstützung. Luftunterstützung. Geht's hier nicht höher? Eieiei. Gehört? Nada. Macht mich wahnsinnig. Ganz locker. Musst du verstehen, bin seit 20 Jahren hinter dem her. Wir kriegen ihn, Mann.
20 Jahre? Die NSA ist doch nicht seit 20 Jahren hinter Haddock her. Oh mein Gott. Der Typ muss von Graystrom sein. Graystrom und die NSA arbeiten zusammen. Wir müssen den finden, der dahinter steckt und den Plan vereiteln, bevor sie zuschlagen. Josh hat den anderen aus dem Chat aufgespürt. Sieh dir den doch mal an. Okay. Ist ja gar nicht so weit. So, wo führt mich der Spaß jetzt hier hin? Sie haben ein Versteck erwähnt. Tu mir den Gefallen. Analysier die GPS-Daten auf den Handys dieser Leute. Gut. Gibt's da einen Ort, den Sie häufig aufsuchen? Oh Mann. Ja, ganz eindeutig. Das ist das Versteck. Ich markier's auf der Karte. Wo soll ich jetzt hin? Mann, hier ist ja gar nichts los. Was war denn das? So schmeißt es dich jetzt hier runter. Das hat dich doch sonst nie interessiert, dass da so eine kleine Stufe war.
Ich hab das Versteck. Muss nur noch an die Daten. Versuch dich zu beeilen, Em. Die Head-Up-Falle ist bereit zuzuschnappen. Super. Muss mir jetzt wieder den... Warnung wovor? Also, ich werde wieder irgendein Out-Teil brauchen, mit dem ich mich da hochbewegen kann. Ist irgendein Ameise-Hubwagen oder sonstiges? Die. Das Sperrgebiet. Komm, dann lasst uns spielen. Zeit für die letzte Option. Schickt unseren Henker rein. Da haben wir es ja, was ich suche. Ich habe ihn totlang getrieben. Schneidet ihm den Weg ab. Alles sicher. Wo funktioniert das nicht? So. Jetzt. Diese Netzwerkbrücke ab.
Nicht zu vermelden. Alles sicher. Es ist alles in Ordnung. Was kommt jetzt? Diese Operation hat kein Budgetlimit. Die Ausrüstung hier ist vom Feinsten. Dann holen wir uns die pikanten Details. Das war's? Das war aber nicht viel. Habt ihr irgendwas? Meistens Überwachungsvideos. Egal was, egal was. Wow. Was? Ein ganzes Dokument mit Codenamen. Du hast doch im Bootshaus von dem Typen, den Haddock gewarnt hat, einen Codenamen gefunden. Ja, Redbeard. Ich such grad. Da ist er. Redbeard. Richtiger Name. Lovro Tomic. Bingo. Garantiert die beste Spur zu Haddock. Ich markiere dir sein Haus. Eine Schnitzeljagd vom Feinsten. So, und wo führt mich das jetzt hin? Oh, ans andere Ende der Stadt. Okay, dann kann ich aber garantiert per Schnellreise. Logischerweise nicht. Komm, was soll's. Heizen wir durch die Stadt. Naja, fast. Dumpf. Schnell,
unterwegs. Wir müssen mitkommen und ein paar Fragen beantworten. Sind jetzt mit dem Verdächtigen auf dem Rückweg. Ach komm. Blöde Bullen. Zielführung ist auch weg. Wo haben wir noch nicht gewettet? Kilometer auf nasser Straße. Finally, da kommt Freude auf. Und die anderen sind auch nicht gerade langsam, wie ich feststelle. Halt auf.
alles sicher. Es ist alles in Ordnung. Hört doch! Hört ihr das? Sektorprüfung abgeschlossen. Ich muss mir helfen lassen. Geht und rematar diese Pinches Hacker. Es ist alles in Ordnung. Meine Systeme laufen optimal. Sektorprüfung abgeschlossen. Bleep, beep, bloop. Nichts zu vermelden. Eres una rata? Por eso te pones tu agujero, pedazo de mierda. Alles sicher. Cabrón! Vas a salir con los pies por delante. Yo que tú buscaba un estudio más seguro, pedazo de mierda. ¿Quieres que me gane el sueldo? Bien por mí. Ach, ihr seid schon da. Meine Systeme laufen optimal. Es ist alles in Ordnung. Nichts zu vermelden. Scheiße! Vorsicht! Find dich! Wärmt aus! Ich hab deine Schüsse gezählt, du Penner! Du bist fast leer! Suchformation bilden! Runter! Auf den Boden! Und deine Schuhe! Vorsicht! Hast sicher gemacht, für der andere. Moment! Werde angegriffen! Hier Leitstelle, wir haben einen aktivierten Alarm. Bitte reagieren. Einmal in Sicherheitszone. Warnung, alle Einheiten. Ich brauche Deckung! Hey Leute, schaut euch das an. Marcus schläft selig irgendwo auf der Mauer oder neben der Mauer. Sektorprüfung abgeschlossen. Alles sicher. Sicario kommt. Wir werden diesen Cabron levantieren. Es ist alles in Ordnung. Geschlossen. Mal sehen, wo du dich versteckst. Den Kerl kaufen wir uns!
und rauskommen. Gesichert, ich gehe weiter. Alles sauber, ich suche woanders weiter. Bereich gesichert, rücken vor. Nichts zu vermelden. Meine Systeme laufen optimal. Bleed, beep, blue. Ein Alarm wurde ausgelöst. Agenten sind unterwegs. Zutritt. Einbringen in Sicherheitszone. Prüfung abgeschlossen. Warnung. Trotzdem habe ich es noch geschafft. Sehr schön. Ich fasse es nicht, dass er tatsächlich Haddock erwischen könnte. Nicht, wenn wir es verhindern. Verschwinde jetzt bloß nicht. Nicht jetzt, verdammt. Jetzt bleib mal auf dem Teppich, es geht los. Alle arbeiten daran. Er bewegt sich, ich brauche jetzt deine Position. Moment. Ja. Wie sieht's aus? Eine Sache von Minuten. Mein Kontakt sagt, es passiert jetzt. Ergebnisse, keine Luftnummer. Wir müssen schneller sein als er. Das ist keine Luftnummer. Sie hören es, sobald ich was weiß. Und ich sage, bewegen Sie den Arsch. Eine Aktion und wir haben ihn. Er schnüffelt am Köder. Ich will die Koordinaten jetzt. Hallo? Fuck. Moment. Das ist es. York und 18, das ist die Mission. Ich hab dich, Motherfucker. Perth. Was? Reykjavik? Chelsea? Was zur Hölle soll der Scheiß? Nein, Motherfucker, nein! Fuck! Dieser Typ wird Haddock nicht so bald finden. Bringt uns vielleicht Sympathien. Vielleicht. Gerade ist eine E-Mail reingekommen. Hey Kids, nicht total schlecht. Ha. Aha. Was ist denn das? Nicht total schlecht. Von Haddock. Wie abgefahren. Ha, schätze, das heißt, dass Haddock uns verziehen hat. Und jetzt? War's das? Spricht in die DeadSec-App. DLC, DLC, DLC. Ja, schaut so aus, als wär's das. Okay, das heißt, dann steht jetzt demnächst die nächste Hauptmission an mit Spiegelglas. Ich habe noch einige Punkte hier, die ich in die Fähigkeiten stecken kann. Das werden wir uns in einer weiteren Folge bei Watch Dogs 2 dann anschauen, was ich daraus mache. Ja. Und daher. Ja. Für heute ist es eigentlich dann im Endeffekt gelaufen. Mission ist abgeschlossen. Ich habe das erreicht, was ich mir vorgenommen hatte.
Wie gesagt, wie immer eigentlich hoffe ich natürlich, ihr hattet viel Spaß dabei. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn ich diese Sachen immer relativ ruhig angehe. Leute, denkt nicht, dass mir das keinen Spaß macht. Ich mag sowas, wirklich. Und immer wegen Blödsinn machen, indem ich da ein paar Autos hochgehen lasse, indem ich die Ampeln manipuliere. Ah, Spielerei halt, aber dafür ist es halt auch ein Spiel. So, und nachdem das jetzt geschafft ist, wünsche ich euch jetzt einfach mal eine gute Nacht. Für mich ist es auch Zeit, wieder ins Bett zu gehen. Ich muss morgen früh wieder ganz früh raus. Viele von euch, schätze ich mal. Von daher, haltet die Ohren steif, macht's gut, schaut wieder vorbei, hinterlasst ruhig mal den ein oder anderen Kommentar, nicht Kamerad. Jo, damit habe ich wieder mal einen Typen hier erledigt, der im hohen Bogen davon geflogen ist. Und ansonsten, ja, ich werde mir jetzt hier mal noch einen Unfall suchen. Bang. Mal sehen, was ich jetzt hier noch kurz auf die Schnelle anstellen kann. Ich will den Wagen hier schrotten. Nehmen wir den LKW noch mit, hä? Bang. Es qualmt schon. Zieht nach links, da ist irgendwas dran. So richtig kaputt gegangen jetzt. Kann ich helfen? Aus dem Weg gehen. Das war knapp, das waren die Cops. Okay, damit ist das Auto Schrott. Und ich verabschiede mich damit endgültig für die Folge. Und hoffe, ihr schaut bei der nächsten Runde wieder bei mir vorbei. Bis dahin, haltet die Ohren steif und macht's gut. Euer Captain. Tschüss.